Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvetes Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4 Together. Im Kruzifixverbot mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als der Mann mit dem hässlichsten Border Gore, den das Universum je gesehen hat. Als goldene Horde und ein Salam Aleikum geht raus an unsere osmanischen Verbündeten. Ruppi. Aleikum Salam. Und außerdem sind wir ja nicht zu zweit unterwegs, auch wenn es wahrscheinlich schön wäre. Aber wir haben noch den Legendary Marvin dabei, der jetzt mit uns wahrscheinlich zusammen die Unabhängigkeit Frankreichs unterstützen wird. Ist so. Jetzt weiß ich, dass Struppi mich eigentlich, dass Günther mich eigentlich gar nicht dabei haben will. Ich kann Frankreich tatsächlich nicht unterstützen, weil Frankreich mich nicht leiden kann. Also, ja, wollen wir Frankreich unterstützen? Ich weiß nicht. Sag mal. Das wäre hilfreich. Ich warte noch auf die Rückkehr meines Diplomaten. Okay, dann sage ich schon mal akzeptieren, dann unterstütze ich die jetzt. Ich meine, es ist ein Krieg gegen Österreich, Lothringen, Salzburg, Toskana und Urbino. Also Österreich hat jetzt nicht so die mächtigen Verbündeten. Österreich selbst ist halt kein Witz, aber es schafft ihr beiden schon. Wie viele Truppen hat Österreich noch gleich? Knappe 100. Was? Ja, das sind Zahlen. Ungefähr halb so viel wie du. Die schließen sich einem Osmanen nicht so richtig, ne? Das ist mehr als ich. Das ist mehr, als ich Truppenlimit habe. Kurze Frage, ich als Osmane bin da nicht so ganz drin. Ist das 100? Ist das viel? Ich schlag dich jetzt gleich. Ich fahre nach Leipzig und schlag dich. Ey, dann kriege ich wenigstens mal wieder Besuch. Auch das kann er noch als Spende absetzen. Dieses Feilchen. So, diese dämlichen Stämme. Was wollen die denn jetzt von mir? Wollen ein paar Provinzen haben. Ach, Frankreich ist gerade noch mit Österreich im Krieg. Das heißt, es ist in einem gemeinsamen Krieg. Das heißt, es wird noch eine Weile dauern. Es könnte übrigens gut sein, dass Ich finde, gib mal ein paar Ansprüche auf Österreich. Es könnte übrigens sein, dass du deine Tributstaaten verlierst, wenn du Russland gründest, gell? Ja, das ist zum Glück nicht so gravierend, aber stimmt, das ist natürlich was, das muss man noch im Kopf behalten. Ach, Khorasan ist dein Tributstaat. Wow, jetzt bin ich gespannt, Moment, welches Event kommt, um dir das wieder wegzunehmen. Und beachte, ich habe 4.2 Prestige und mache jetzt schon negatives Prestige pro Jahr. Günther, jetzt weiß ich endlich, warum Dedi immer noch nicht nach Persien expandiert ist, weil du das ganze Ding abgeriegelt hast. Ha! Ja, ja. Clever. Ja, ja. Ja, ob das clever ist, das muss ich erst noch zeigen. Müssen wir mal gucken. Es hat was. So, jetzt kommen bei mir gleich mal ein paar Revolten hier vorbei. Dass die auch immer alle gleichzeitig ausbrechen müssen. Mhm. Boah, Jesus Maria, ey, was hier für... Gott, wie viele Provinzen wollen die Stämme denn noch haben, ey? Moskau kriegen sie mal jedenfalls nicht, ne? Ich mache jede Wette, ich gründe dann Russland und bekomme erstmal eine Stammesrevolte oder so. Das wäre mega witzig. Das wäre mal interessant, wenn man die Stammesrevolte zündet, dann Russland gründet. Was macht die Stammesrevolte, wenn sie gewinnt? Ich weiß gar nicht mal, was eine Stammesrevolte überhaupt will. Ich glaube, die erhöht nur überall die Autonomie. Mhm. Was eh schon schlimm genug ist. Ah, apropos Autonomie. Wollen wir die mal irgendwo reduzieren? In den Provinzen machen, wo wir schon Aufstände hatten, ne? Auf Persolikamsk, das ist eigentlich... Ja, und der andere Kram, der ist eh schon hoch genug. Ich brauche schon seit einem halben Jahr genau 2600 irgendwas Kröten, um hier die nächste
Nee, warte mal, wir reformieren hier erstmal katholische Provinz im Vorrang, um hier die nächste Institution zu fördern bei mir, ne? Da passiert halt einfach nichts. Das ist sau. I don't like. Hier immer ist. So eine mickrige Armee, das ist Verschämtheit. Habt ihr alle vergessen, Push to Talk zu drücken, oder bin ich sorry, jetzt alleine? Sorry, ich war gerade nur konzentriert. Nö, wir reden noch nicht mit dir. Ich war gerade so sehr konzentriert auf meine Armee-Umstrukturierungen. Ja, also wenn ich jetzt Polnitauen angreife, oh Gott, Aragorn ist da noch dabei, boah. Wie dumm ist das denn? Ja, die haben Struppe und ich schon gegenseitig bekämpft. Mhm. In Aragorn sind ein paar Truppen. Ja. Mein Herrscher ist ein besessener Perfektionist. Das ist alles, was ich immer wollte in einem Herrscher. Das sind aber zwei verschiedene, oder? Also zwei verschiedene Eigenschaften. Nee, besessener Perfektionist ist eine Eigenschaft. Na, wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Ja, ich hätte es auch nicht gewusst, wenn ich es nicht gerade gekriegt hätte. Ich bin mit den Eigenschaften ehrlich gesagt nicht so vertraut. Ja. Ich weiß, dass es den normalen Perfektionisten gibt, der eine schöne Map, schöne Grenzen haben will, was eigentlich der beste überhaupt ist. Das finde ich so genial, dass es eine KI gibt, die schöne Grenzen haben will. Der Militarist natürlich, der ist klar. Die immer alles versaut. Richtig, richtig schlecht ist eigentlich boshaft. Boshaft kann einem echt viel versauen. Das stimmt allerdings. Hauptsächlich, wenn es ein Bündnispartner ist. Hm. Weil der hilft einem dann so selten. Klemkin ist gerade einsam und allein in einer Koalition. Gegen wen? Gegen Marvin. Mich. Ah. Leon ist gerade ausgetreten. Ich wollte eigentlich gerade Klemkin angreifen, um zusammen mit Leon die Dings zu feuern. Marvin? Die Koalition, ja. Aufgepasst, Österreich hat Frieden geschlossen. Okay. Also ich würde uns sicherheitshalber sagen, dass Frankreich theoretisch jederzeit Krieg erklären könnte. Ja, ich meine, jede Minute, die sie warten, sind sie eigentlich eh ziemlich bescheuert, aber es ist die KI. Die andere Frage ist, warum haben sie es nicht während dem Krieg gemacht? Das ist nicht so, als ob sie nicht könnten. Können sie das nicht? Können sie das? Doch, das können sie. Ja, klar, ach so, können die, das, ja, ja. Wusste ich nicht. Früher, ja, anfangs konnten sie das tatsächlich nicht, das fand ich immer genau, ziemlich ja. Ich dachte, das ist doch eigentlich die perfekte ja. Situation für jeden Untertanen. Auf aber jeden, inzwischen ja. ist das tatsächlich möglich. Ja, das macht diese ganze Sache auch echt ein bisschen logischer, ne? Weil tatsächlich, das waren ja immer so die Situationen früher auch, wenn sich irgendwelche Länder oder wenn irgendwelche Länder vorhatten, sich unabhängig. Es bietet sich ja auch an. Ach ja, stimmt. Ich hatte einen Grund, dass du in Alicante stehst, weil da die katalonischen Nationalisten seit, ich glaube, zwischen 3 Jahren auf 90% stehen. Das ist nicht mal eine Übertreibung. So, kriegen wir noch eine Kolonialnation in Mittelamerika? Da so plündernd auf ihren Gäulen durch die Gegend reiten und alles niederbrennen. So, das wäre mega cool. So gehört sich das. Das ist ja einfach nur so mega gut, ey. Daneben sitzen die Osmanen und die Marokkaner und trinken Tee. Tee vor allem. Chulabasa. Quite. Ja, das sind sie ja, unsere Alikanten. Hey! Und weg sind sie. Die kämpfen doch mit Speeren. Ha, wie süß. Bauernvolk. Herr Frankreich sollte eigentlich bald mal den Krieg erklären. Ich habe gerade Tech 19.
Ich habe ihn noch nie so ganz verstanden. Oh, und Frankreich hat beschlossen, dass sie mich abgrundtief hassen, aus irgendeinem Grund. Sind auf einmal aufgebracht. Begehrte Provinzen eines Untertanen, sie wollen die ganze Welt haben. Frankreich ist nicht mehr unter Frankreich ist unabhängig geworden. Frankreich hat keine Verbündeten mehr. Lol. Aber Frankreich hat mit uns allen Waffenstillstände, oder? Nee. Die sind gerade ganz normal unabhängig geworden. Ich weiß gar nicht, wie sie es geschafft haben. Oh mein Gott, eine Sekunde. Oh mein Gott, ich kann einen Anspruch fingieren. Auf Frankreich. Willst du Frankreich angreifen? Weiß ich doch nicht. Ist es Frankreich? Ist es unabhängig? Ist das keine Verbündeten? Was für einen besseren Zeitpunkt gäbe es als diesen? Wie viele Truppen hat Frankreich denn? Wie viele werden sie schon haben? Siehst du, 85.000, das ist nichts. Ich hasse dich. Falls ich das nicht erwähnt haben sollte. Wir müssten übrigens mal eine kurze Pause an der Stelle gerade machen. Ich könnte auch die Folge jetzt gerade meinen Sohnemann ins Bett bringen, wenn das okay ist. Ja, ja. Wir können die Folge auch jetzt schon beenden. Ich meine, die letzte war ziemlich lang. Nee, never ever. Ja. Bis gleich, ne? Bis gleich. Und da sind wir wieder. Halleluja. Verliere ich 10 Horteneinheit für Merkantilismus? Ja, ne? Ja. Du hast aber keine Horteneinheit mehr. Ja. I don't need you anymore. So, komm, wir kaufen uns die aber nochmal gerade zurück. 85 Horteneinheit wäre schon important, highly advisable. Ich bin übrigens begeistert davon, wie das Reich quasi komplett protestantisch ist, aber Katholizismus der offizielle Glaube ist. Mal, tja. Mache ich sowieso viel zu selten auf die Religionskarte gucken. Ach, du meine Fresse. Mhm. Unglaublich. Hammer. Katholiken wissen halt, wie man wichtiger wird, als man erscheint. Oder wie man wichtiger erscheint, als man ist. So. Irgendwie so App ist auf jeden Fall. Ich habe mich übrigens, glaube ich, dafür entschieden, Theokratie-Ideen zu nehmen und Wirtschaftsideen aufzugeben. Okay. Ich meine, ich kriege den Deus Vult-Kriegsgrund zwar erst ganz am Ende, aber damit kriege ich ja auch noch einen relativ guten Kriegsgrund, weißt du? Und ich kriege die günstigere Coring Cost durch die russischen Ideen. Boah, scheint sich zu lohnen. Wisst ihr, was ich übrigens vermisse? Die um 50% gesenkten Generalskosten. Boah, ey, hart. Du hattest mal so viel Dings, Professionalismus. Ich hatte fast in jedem Spielstand genügend Professionalismus dafür, ja. Ja, wie lange hast du immer so gespielt? Weiß ich nicht, bis 1600. Was, du hast im 1600 so viel Armeeprofessionalität? Locker. Da führst du aber kaum Kriege, ne, oder? Doch, glaub mir. Also sag mir so, ich habe den Sengoku Jidai gewonnen und hatte am Ende des Sengoku Jidai 75% Professionalismus. Ja, und in welchem anderen Let's Play hat das auch noch funktioniert? Ich mache keine Let's Plays von EO4 derzeit. Oder ja, in welchem anderen Spiel hat das funktioniert? Malaysia? Da war ich allerdings in Malaysia. Doch, in Malaysia habe ich auch relativ schnell gerusht. Ja. Insofern. Man fragt sich ja irgendwie schon so ein bisschen, warum der Struppi dann in den normalen Spielen immer so schlecht ist. Ne? So zack! So ganz nebenbei, mitten in die Fresse. Aua. Ich habe übrigens gerade wieder Prestige verloren. Ah, oh, Kinder. Die Klassiker. Oh. Schön. Oh, danke, ich krieg einen 6er Nahkampfgeneral. 1628, meine Damen und Herren, da ist der Nahkampf richtig wichtig. Ach, der ist noch nicht unwichtig, sagen wir es mal so. Super. Wenn hier irgendjemand gleich... Ach du meine Fresse, was ist denn mit Äthiopien los? Äthiopien ist mit Persien verbündet. Oh. Also war das die Aussage, wenn irgendjemand mal ach du meine Fresse sagt? Bitte was? Du hast gerade angefangen, wenn irgendwann mal jemand sagt, ach du meine Güte. Ja. Ich wollte gerade Persien den Krieg erklären und stelle fest, dass Äthiopien mit denen verbündet ist und Äthiopien echt verdammt groß ist. Ja, ach, die sehen doch so groß aus, das ist alles billiges Afrikaland. Ich wollte gerade sagen, tatsächlich kann Äthiopien nichts. Ich hab die schon das so oft ist so wie, gemacht. Ach, Bengalen haben keine Truppen, ne? Nee, wirklich, ich hab die jetzt schon so oft platt gemacht, dass ich keinen Bock mehr drauf hab.
Auf der anderen Seite, sag mal nochmal gerade eine wichtige Frage. Wenn ich jetzt Afghanistan den Krieg erkläre, ne? Und Chagatai mit reinrufe als Co-Belligerent, können die dann die Bengalen reinrufen, mit denen sie, die sie garantieren? Ja, ne? Nee, die garantieren? Nee. Doch. Ach so, warte mal. Ja, doch, sorry. Oder? Ja, meine schon. Also als Co-Kriegsziel auf jeden Fall. Bei Persien, die würden dann Äthiopien mit reinrufen. Das ist aber irgendwie doof. Gegen so viele wollte ich jetzt auch nicht auf einmal kämpfen. Auf der anderen Seite, gegen Chagatai zu kämpfen, würde sich noch lohnen. Ne? Die werden halt von den Bengalen garantiert. Das könnte man doch dann irgendwie mal beenden. Nur gucken, dass das halt mit Persien so halbwegs safe läuft. Ne? Dann sollte gegen Afghanistan kämpfen, macht mir jetzt auch nicht unbedingt den größten Spaß. Kunde, noch eine Sache. Dänemark gründet dann bald Island, wenn es so weitergeht. Das kann man gründen? Wenn du nur noch Island hast, kannst du Island gründen. Das wusste ich nicht. Cool. Gibt es eine Entscheidung für? Die haben, glaube ich, recht starke Ideen. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Da gab es ja von Florivori eine sehr interessante Kampagne, wo als Absolutismus noch dein Typ ist gestorben. Ich habe einen Regentschaftsrat. So fühlt sich das also an. Ach nee, warte mal, ich habe eine Herrscherin. Alles gut, was? I hate you so much. Why are you doing this to me? You're tearing me apart, Struppi. Kennt keiner, wa? Ach Leute, wieso kennt ihr das nicht? Hä? Egal, vergiss es. Kennst du das nicht? The Room? Okay. Nein. Okay, gut. Entschuldigung. Ich hatte nur gerade, hast du gerade mit mir geredet? Oder? Ich habe gesagt. Achso, sorry, nee, ich war gerade irritiert dadurch, weil ich bei Afghanistan auf Krieg erklären geklickt habe und keinen Krieg erklärt hatte. Das war ein bisschen komisch. Na gut. Tausend Mann stehen in Böhmen und verhindern, dass ich Ferrara belagern kann. Na, danke auch. Yeah. Oh, geil. Eine riesige Stammesrevolte. Das hat mir ja gerade irgendwie so gefehlt, ne? Wir kriegen bestimmt Kampfbonus in Wäldern und Schnee oder so. Von mir aus kannst du auf 3 gehen. Na klar. Ja, irgendwie könnte ich langsam mal echt Geld gebrauchen. Günther, du hast nicht zufällig noch so 1000 im Sack. Nee, 960 habe ich gerade. Ich kann dir aber was geben. Warte mal einen Moment. Sollten wir halt nur mal zuerst gerade noch hier unsere Truppen in Bewegung setzen. Momentele. So, bitte einmal Kriegssteuern erheben. Und dann mache ich hier da Geschenk senden. Wie brauchst du nochmal? Wie viel du gerade entbehren kannst, ich habe 2 auf. Gib dir mal 900, ja, so ein bisschen was brauche ich gerade für Verstärkungen auf der hohen Kante. Perfekt, das ist schon mal ein Darlehen weniger. Danke dir. Struppi hat Darlehen, jetzt geht's aber rund. Ne, ich habe welche aufgenommen, um diese blöde Institution fördern zu können. Verständlich. Ja, gut, okay. Und aus irgendeinem Grund hat er dann tatsächlich grundlos noch ein Darlehen aufgenommen, das ich jetzt auch an der Backe habe. Oh, nice, ja, so muss das sein. Ah. Also ich hatte 200 Goldstücke, plötzlich nimmt er ein Darlehen auf. So, Ich habe gerade ein Darlehen aufgenommen. Nee, was? Wie, hast du mir Geld zurückgeschickt? Ich habe nichts gemacht, nein. Woher habe ich gerade Geld bekommen? Aus dem Nichts. Warst du das, Marvin? Nö. Hä? Ich gebe euch doch kein Geld.
Wenn ich da nachher sehe, dass mir irgendeiner von euch Geld geschickt hat, dann gibt's Ärger. Okay. Finde ich überhaupt nicht lustig, dass ihr mir helft. Das geht überhaupt nicht. Struppi did nothing wrong. Wrong. Es ist auch sehr interessant, dass Paradox es bis heute nicht geschafft hat, diesen Bug zu beheben, dass die Suche nach den 7 Städten nicht funktioniert. Meinst du, dass sie immer wieder aufhören? Ja, die werden immer wieder exiliert. Ja. Ja, das ist mega, mega dämlich. Jetzt suchen wir uns mal gerade hier den Rest von Afghanistan. Jetzt machen wir es hier American Style. mit dem Hordenkriegsgrund Afghanistan angreifen. American Style. Ja, das ist voll grenzwertig. Auf jeden Fall, politisch nicht korrekt. Meine 37 Ihure mongolischen Nationalisten machen gerade Chagatai, mein Kriegsgegner, platt. Oh Mann. I love it. Oh, ich liebe das so sehr. So, jetzt muss ich mal ganz kurz hier schauen, wo deine Hauptstadt ist. Gib mir mal gerade Pietät wieder zurück. Wo ist denn seine Hauptstadt? Da. Franzosen haben immer noch keine Bündnisse, gell? Ich habe meinen Anspruch gerade fingiert. Wie? Ich habe keinen Kriegsgrund gegen die Bretagne. Ich habe Kolonien neben den Main. Ich dachte, das muss reichen. Frankreich angreifen oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Ist das eine Frage? Ja, schon ein bisschen. Oh, was? Interne Konflikte? Okay. Oder ist das eine Antwort? Ja, leck. Jetzt bekomme ich wegen einer protestantischen Provinz interne Konflikte, wirklich? So gehört es. Nur weil die Kack-Österreicher sich gedacht haben, wir machen jetzt mal Unruhe schüren. Unruhe schüren kann einen auch richtig böse erwischen. Das ist so ein, finde ich, fast schon unausgeglichenes Ding. So, komm, Khorasan, jetzt, du hast so lange meine Hand angehalten, jetzt heirate ich dich auch. Oh. Kastilien mit Ojo. Achso, du hast ja diese ganzen Amerika-Vasallen gehört. Eroberung der Kolonie in Hambane in Afrika. Das war ein interessanter Kriegsgrund, den ich da habe gegen dich. Ich habe irgendwie lauter komische Kriegsgründe. Afghanische Rebellen haben Jalalab besetzt. Warte, einmal pausieren. Du kündigst mal hier. Oh, das kann ich gar nicht von dem verlangen. Ich kann gar nicht verlangen, dass die Garantien der Bahmanis auf ihm, das müsste ich von den Bahmanis machen. Oh, ich kann Tributstaat von Chagatai erzwingen. Wäre das sinnvoll? So, ich weiß halt nicht, ob du die behältst, wenn du Russland gründest. Ja, ich glaube auch nicht, ne? Weil dann bin ich keine Horde mehr. Nicht. Ja, ja, doch, nee. Also das kann Staat und Vasallen sind behältst, weg beim Tech-Switch. Ne? Also ich bilde mir ein, dass du die alten behältst, aber keine neuen kriegst, aber ich weiß es nicht. Aber wenn ich wetten würde, würde ich darauf wetten, dass du sie sogar behältst. Weil ich mir einbilde, dass das extra ein Punkt im Entwicklertagebuch war, aber ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich würde es mir genau überlegen, ob du es machen willst. Falls du dir stattdessen was Besseres holen könntest. Ich glaube, mit der Folge vor der Aufnahme jetzt könnten wir auch mal eine Pause machen. Ja. Wie meinst du das? Also die Zeit. 10 Minuten vor der Pause, 15 Minuten danach. Ach so, ja, klar. Genau, du kannst es ja in der Pause theoretisch auch überlegen, noch ein bisschen. Hast ja aber noch Zeit. Ja.
ganz wichtig auf jeden Fall. So, ihr lauft mal gerade bitte jetzt hier hin. Ja, ja, das machen wir gleich alles noch. Wo wollte ich hier da? Bitte. Bitte einmal plündern. Da bitte einmal plündern. Forderung senden. Da fällt mir ein, ich wollte Portugal ja mal Krieg antun. Aber bitte auf 2, wenn es geht. Stimmt, du hast ja mittlerweile keinen Regentschaftsrat mehr. Minus 47. Minus 20 Grundwert, minus 20 kein Kern, minus 7 relativer Wert der Provinz. I see. Das dann bei Casablanca, minus 33. Ah ja, ja, so ist das. Ich frag mich, ob ich Günner an den Krieg reinrufe und ihm aus Friesland gebe. Hehe, bin gar nicht so verkehrt, warte mal einen Moment. Ich muss mich gerade hier noch um ein paar andere Sachen kümmern. Vor allen Dingen habe ich hier noch so gigantische Wolken am Starten. Nein, 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 nein. Ah, die Armee ist weg. Da, ja. Die, okay, die Armee ist weg. Ah, stopp, Moment. Ja, doch, ja. Doch, ist richtig. Ah, nee, warte, Moment, stopp halt. Wo ich hier alles kore, ich kann doch bestimmt hier meinem... Ich kann doch bestimmt meinem Vasallen oder meinem Tributstaat, dem kann ich doch bestimmt irgendwie so eine Provinz zurückgeben. Da muss ich die alle nicht selber koren, ne? Ja, das geht doch bestimmt über dieses Untertanenmenü. Genau, Provinz zusprechen, da ist es doch. Also, Bust, Bor und Bamiyan auf jeden Fall. Welchen? Bust, Bor... Und was hast du noch so hier? Ghazni geht noch. Und Kabul und Jalalabad geht auch noch. Kunduz ginge auch noch. Warum also nicht? Da muss ich da gar nichts koren und habe meinen Guthair stärker gemacht. Ob ich jetzt gar nicht mal so die schlechteste Variante ist. Mein Vasall lehnt eine staatsewige Entfernung der Grenzen ab. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Wer ist dein Vasall? Sassau in Afrika. Also er ist auch weit weg, aber das habe ich glaube ich trotzdem noch nicht gesehen. Stimmt, da ist Oyo dazwischen. Ah. Eventuell nicht mehr. Ich habe die Truppen schon gesehen. Was kann ich dafür, die Kastilien helfen wollen? Tja, eigene Schuld, ne? Ja. Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen, du. Da haben sie sich selbst reingeritten. Wenn es eine Horde wäre, im wahrsten Sinn des Wortes. Ne? Gott, Gönner, bitte. Geh nach Hause. Geh doch zu Hause. Verdammt. Ey, mein Regentschaftsrat ist vorbei. Kann man noch mal kurz jemand sagen? Wieso nehme ich einen Kredit auf? Ich bin doch voll im Plus. Warte, hä? Ach nee, nee, Quatsch, ich war nicht im Plus. Vergiss es. Das falsche Event angeklickt. Na. No. Entschuldigt, das war ich gerade. War nicht schlimm. Können wir da auf 3 gehen? Wir können auch die Folge beenden. Ja, oh ja, genau, stimmt, das sollten wir schon länger machen. Die ganze Zeit, Mann, genau, ja. Gut. Ja, in diesem Sinne, Allahu Akbar und tschüss. Servus. Tschüss, Leute.